Hallo alle zusammen, hier ist das USB-Kabel zu verbinden einer VR-Brille mit dem Computer. Und das Schöne ist eben, wir haben hier den USB 3.2-Stecker, der in den Computer kommt, und hier den angewinkelten USB-C-Stecker für die VR-Brille. Ich habe das auch schon mit anderen Kabeln probiert, die sind meistens langsamer und das merkt man auch, die Verbindung ist dann instabil oder funktioniert gar nicht erst. Und deswegen braucht man so ein schnelles Kabel, wie zum Beispiel dieses hier. Jetzt ist es so, dass wenn das in der VR-Brille drin ist, kann es natürlich sein, dass man vielleicht doch mal aufs Kabel drauf tritt, ein bisschen Zug dran ist. Und das Schöne hier ist, dass das Ganze verstärkt ist hier auf beiden Steckern, sodass die hier nicht ganz so schnell knicken und auch ein bisschen fester dran sind. Perfekt ist auch, dass bei der VR-Brille mit dabei ist hier dieser Klettverschluss. So kann man das Kabel durch den Klettverschluss direkt hier an den USB-Stecker ranführen, Klettverschluss zumachen und schon ist das Kabel perfekt gesichert. Und dann kann man die andere Ende einfach am Computer rantun. Der Vorteil ist eben, 5 Meter ist mehr als ausreichend, um hier zu spielen. Die Verbindung ist stabiler und schneller als jetzt bei meinem WLAN und ich habe sogar das Gefühl, dass die Qualität, die Grafikqualität besser ist. Wahrscheinlich, weil vorher über das WLAN von der Pico 4 einfach nicht ganz so viel Daten übertragen werden konnten. Zum Schluss ist noch dabei dieser Adapter USB 3 zu USB-C. So könnte man dieses Kabel nicht nur an den Computer anschließen, sondern auch ganz einfach an Laptop, der eben hier dieses feine USB-C-Kabel benötigt.